So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde Palworld. Ja, wir haben in der letzten Folge eigentlich noch ein bisschen erkundet, noch ein bisschen hier Pals gefangen und da werden wir heute natürlich auch weitermachen, aber ich glaube circa hier sollte die zweite das zweite Naturschutzgebiet sein. Deswegen würde ich das natürlich auch gerne mal besuchen gehen. Ne? So hart es klingt, ist das, glaube ich, ganz hilfreich. So, wir machen hier noch mal ein paar Dings rein. Hier könnte ich noch ein bisschen Gewehrmuni gebrauchen. Und hier zimmern wir uns mal ein bisschen Carbon noch zusammen. Dann haben die Pals wenigstens noch was, ein bisschen was zu tun, solange ich weg bin. Ne? Und ich würde sagen, nein, den da. So. Dann wollen wir mal. Natürlich mit meinem Wum-Wum. Genau, da hinten sehen wir es schon. Das Naturschutzgebiet 2. Und da hinten ist sogar noch ein Teleporter, den können wir gleich mitnehmen. Ja, auch schon mal sehr hilfreich dann. Einfach um auch zu gucken, was für Pals haben wir denn da hinten. Auf dem zweiten Naturschutzgebiet. Oh, warte mal. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Den haben wir nämlich tatsächlich witzloserweise einfach mal noch gar nicht auf Max. Also auf 10 von 10. Na komm. Okay. Machen wir es halt dann. Alter! Jetzt. Hör auf dich da auszuweichen. Lego Stego. Meine Fresse. Dass sie immer ausweichen wollen. So. Da ging es mir lediglich nur darum, ne, noch ein paar Level zu ein paar Erfahrungspunkte zu kriegen. So, wir rüsten jetzt schon mal die bessere Waffe aus, denn wir müssen darüber. Auf zur zweiten Naturschutzgebiet. So, schon mal die Ultrasphären rauspacken. Damit wir die bestmögliche Fangrate auch haben, die wir jetzt gerade bieten können. Nachladen natürlich nicht vergessen. Welches Naturschutzgebiet? Und wir können direkt mal gucken, was wir hier Schönes an. Verbrechen wird begangen. Ja. Ein
Pals finden werden. Guck mal, da oben ist sogar zum Beispiel auch noch so eine Art Burgruine. Jo. Hi. Schau ich den mal an. Und da ist noch einer. Ein. Holy shit, okay, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Holy shit. Alter Schwede. Das war ja fast schon One-Shot, Alter. Für mich und meinen. Der schon wirklich vor fast One-Shot gewesen. Holy shit. Natürlich, jetzt kommen die Milizen. Jetzt sind die Milizen da. Das war ja wieder klar. Kaum macht man mal was hier, dann wird gleich schon wieder Milizen gerufen. Den da hätte ich zum Beispiel auch gerne. Aber ich befürchte. Und der hat auch den Salatsamen witzigerweise gedroppt. Jetzt aber glaube ich sagen, wir verziehen uns trotzdem hier mal, weil langsam die Moniz kommt. Und ich habe keinen Bock, Stress mit der Miliz jetzt hier zu haben. Unnötiger Stress muss eigentlich sein. Wir fliegen aber mal so Richtung der Burg hier. Mal gucken, was wir hier drüben noch so finden. Dings haben. Auch wenn da gerade der Turm nicht geladen hat. Da hinten ist auf jeden Fall eine Liffmunk-Statue, die will ich haben. Ja, Obsidian gerade. Habe ich auch noch nicht. Okay, dann halt nicht. War zu effektiv, das Ding. Euch habe ich aber auch noch nicht. Das war ich wohl, wohl mag.
Ja. Da haben wir das Level ab. Da haben wir das Level, gewollte Level ab. Zum Beispiel. Zack. Aber hier hinten war doch irgendwo noch eine Lüftmunk-Statue, wenn ich mich nicht so verguckt hatte. Da. Fall wieder. Bist hungrig? Hier. Ja. Oh. Katsching. Haben wir die Lüftmunk-Statue geholt. Jetzt gucken wir uns mal die Burg hier an. Ne, das sieht mir doch extremst nach Zivilisation aus. So im Sinne von, ne, hier hätte man eine richtig schöne Lore reinhauen können. Was weiß ich, Bürgerkrieg oder irgendwie so ein, was weiß ich, was, irgendeine Naturkatastrophe, die dafür gesorgt hat, dass hier. Hier alles kaputt ist. Irgendwie sowas. Geht irgendwie der Kontext hier. Du denn? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Warum ist hier jetzt ein schwebender Ring? Ja. Kann man mir doch nicht sagen, Alter. Das war doch eine reine Stadt hier. Oh, da ist ein Bösi. So ein Märtyrer-Bösi-Typi. Da sind sogar mehrere von denen. Nicht mal nur einer. Aber trotzdem. Ja. Eine richtige Zivilisation war hier am Werke. Muss man doch mal eigentlich überlegen, was war hier los. Ja. So, aber wir haben jetzt auch genug für den Stahlschrank, für die Schrotflinte und Schrotflintenmuni. Und Leder-Set, das ist das Set, aber das ist ja so. Ja, okay. Die Stahltruhen wären jetzt hier. Na, guck mal, könnte ich hier sogar bauen? Ne, ich könnte sogar tatsächlich hier schon welche bauen. Von den Stahltruhen. Das ist natürlich die Frage, was bauen wir hier? Wo bauen wir den am besten? So, wir nehmen dich mal weg. Ich weg und bauen hier mal so einen Stahlschrank hin. So. Müsste ja dann wirklich trotzdem noch funktionieren. Hoffe ich. War doch, ne? Müssten das ja eigentlich da auch alles reinschmeißen können. Ne, dieser Stahlschrank. So. Nein.
alles weg. Wie war das hier? Hier war nur Palmmaterial. Also nur Palmmaterial rein. Sortieren. Alles nehmen. Zack. Gehen da weg. Und gehen dahin. Ne? Haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Dinge. Kann ich trotzdem gucken? Ja, er macht das auf jeden Fall da schon mal rein. Das ist gut. Da haben wir das auf jeden Fall schon mal richtig. Zack, zack. Und zack. Hier haben wir das schon mal. 1, 2. Ein heißes Ei packen wir jetzt erstmal hier rein. Hier packen wir jetzt ein Fixie-Ei rein. Da packen wir ein Fixie-Ei rein. Und ich glaube, das ist noch zu wenig. So. Wie gesagt. Fixie-Eier, ne, müssen wir haben, damit wir jetzt Fixie auf Max-Level kriegen und das uns dann hier genug kümmern kann. So. Ja, ich weiß, die Fallbox kann verbessert werden, das ist mir bewusst. Werden wir jetzt auch machen. Verbessern. Dies. Dann 2. Wäre elektrische Küche ist auch schön. Elektroheizung. Da, Fließbandwerk 2, das wäre dementsprechend auf Stufe 42. Ist noch ein bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin. Geh mal da. Paar Level. Ne? Paar Level brauchen wir da noch. So. Wusch. So, mache ich mir schnell mal fertig. Zack. Porten auch gleich mal hier. Zack. Carbonfasern brauchen wir viel mehr. Viel mehr Carbonfasern. Also eindeutig viel mehr Carbonfasern. Warte mal, das Gigaschild habe ich, ne? Ja. Gut. Machen wir hier einfach gleich mal schon mal ordentlich Carbonfasern fertig. So, jetzt gucken wir mal kurz. Das können wir kurz snacken. Jo. Das haben wir jetzt. Du, für dich müsste ich nochmal, glaube ich, in Minen rein, weil ein richtiges Habitat habe ich für dich nicht. Das heißt, für dich gibt man größtenteils nur im Minenschacht. Genauso ein Miau. Miau Crisp. Ich würde sagen, dann
muss ich eventuell gleich noch mal in einen in eine Höhle rein. Beziehungsweise Palbetten brauchen wir ja auch noch, ne? Hochwertiger Stoff. Den kriege ich aber auch nur da, wo ich jetzt natürlich die Dings toll. Okay. Alles klar. Wir machen erstmal. Obwohl, nee, ich kann ja eigentlich hier mal langsam die ganzen weiteren Dinger machen, ja? Wie zum Beispiel das Marmorest. Das Marmorest kann ich ja zum Beispiel jetzt auch platt machen. Ja. Mache ich das damit oder mache ich ihn damit? Ich würde sagen, wir machen einfach damit. Na komm schon. Und gefangen. Und haben wir den Marmorest gefangen. So, dann haben wir die. Da haben wir ein Elfi dafür. Stufe 30er Elfi. Ist natürlich jetzt auch die Frage. Oh, warte mal. Euch habe ich auch noch nicht. Euch auch noch nicht. Guck mal. Einfach mal ein paar Pals hier klauen. Einfach in die Menge. Komm nicht, ich bin eindeutig die bessere Wahl, was das angeht. Ich will euch nur fangen, ich will euch nicht töten.
Ich habe ihn in den Käfig geboxt. Wild. Da habe ich ihn einfach mal in den Käfig reingeboxt und nicht Dings. Na komm. Ich hab ja noch ein paar. Ich hab Gott sei Dank noch ordentlich Pfeile. Ja, bitte. Bums. Bums. So. Wait, da geht's Richtung Dings. Das heißt, der Floppy müsste in die Richtung. Der Floppy, sag ich schon. Der Dings müsste in die Richtung. Der Elfi. Elfi müsste dann hier irgendwo rumgeistern. Nein. Schon wieder. Da ist er. Big. Watch. Boom. Voila. Damit haben wir den Elfi auch, also Elfi dran, auch gefangen. Zack. So. Na bitte.
Gleich mal die nächste Waffe. Nebenbei. Hier ist noch eine Höhle. Dann hat man das auch schon mal gesichtet. So. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz hier zurück zur Basis. Erstmal entladen, sage ich jetzt mal. Ja. Weiß, ihr macht jetzt hier Heckmeck, aber das soll mich nicht stören. Schnellreise, zack, zack. So. Und dementsprechend, nachdem wir einmal kurz unser Pal hier gefüttert haben und uns gefüttert haben, beende ich hier erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es so weitergeht, hier bei Palworld.